Probespielen gemacht und die wurden in den letzten Jahren so verheerend schlecht, dass man sich gesagt hat, gar keinen Zweck, nicht nur die Unfähigkeit dessen, das, was er uns vorgemacht hat, aber vielmehr, dass er ja in dem Stil nicht ausgebildet ist. Viele Orchester haben auch heute noch in Zeiten der Globalisierung eine eigene, über Jahrzehnte, ja manchmal sogar über Jahrhunderte gewachsene Spielkultur. Man denke etwa an die vor über 400 Jahren gegründete Sächsische Staatskapelle Dresden oder an das Gewandhausorchester Leipzig, dessen Wurzeln bis in das 15. Jahrhundert reichen. Soll ein neues Orchestermitglied aufgenommen werden, wird genau geprüft, ob sein Klang, sein Stil, seine Art zu dem des Orchesters passt. Karajan wollte den Nachwuchs für die Berliner Philharmoniker nach den Vorstellungen des Orchesters in der praktischen Arbeit formen. Und da habe ich mir gesagt, so wie man, nehmen Sie das Beispiel, einen Co-Piloten neben sich sitzen hat, der das ganze Dinge mitmacht, bis er sie vollkommen beherrscht, dass wir junge Menschen, die aus der Hochschule herauskommen, quasi einen Perfektionskurs gehen, denn da hören sie ja das Beste, was sie hören können überhaupt und leben damit, werden wahrscheinlich auch ihren eigenen Standard hinaufschrauben. Und wenn es sein sollte, dass, wenn sie ausgebildet sind, bei uns keine Vakanz ist und sie gehen irgendwo anders hin, wird es keine Rolle spielen, denn ich glaube, wer mit uns ein paar Jahre verbracht hat, den zieht es ganz wieder, sicher wieder zurück. Heute sind rund ein Viertel der Berliner Philharmoniker ehemalige Akademisten. Und wer keine Stelle in diesem Orchester bekommt oder möchte, dem ist die Visitenkarte nützlich bei Bewerbungen für andere Orchester. Karajans Idee war neu, radikal und erfolgreich. Das Modell wurde kopiert. In den 1980er Jahren gab es 2 Akademiegründungen, in den 1990ern 6 und seit 2000 setzte geradezu ein Neugründungsboom ein.